So, was tut man, wenn man sehr, sehr lange geredet hat, schon zweimal das Video aufgenommen hat und dann gemerkt hat, man hat den Aufnahmeknopf nicht gedrückt? Man macht's nochmal. Also, eigentlich sollte es hier recht kurz werden. Wurde leider nicht ganz kurz, wird auch nicht kurz. Ich beleidige Leute viel zu gerne dafür, aber ich versuche euch mal zu erklären, was der Linksrutsch und was ein Rechtsruck überhaupt bedeutet. Und ich versuche das Ganze hoffentlich einfach zu halten. So, wenn man unsere Parteien versucht, irgendwie einzusortieren, dann stößt man früher oder später irgendwann mal auf sowas. Oder man stößt auf sowas. Kann man machen. Man kann wirklich Parteien auf lange Sicht so einsortieren. Man kann sich damit länger beschäftigen. Allerdings wollten wir das Ganze ja einfach halten. Weil wir wissen ja, unsere extremistischen Freunde, egal ob links oder rechts, sind manchmal nicht ganz so schnell mit dem Denken. Deswegen machen wir es einfach. Wir haben die Linken, wir haben die Rechten, wir haben die Mitte. Da sind wir. Alles, was links von uns ist, sind die linken Parteien. Alles, was rechts von uns ist, sind die rechten Parteien. Und alles, was ins Extreme geht, ist diese kleine widerliche Kotzgrenze, die wir gelegentlich mal sehen, wenn wir vor die Tür gehen und mit anderen Menschen kommunizieren. Oder wenn wir auf Twitter im Internet sind. Ja, Parteien können sich natürlich auch gerne mal selbst einschätzen. Die werden auch immer wieder mal gefragt, hey, wie schätzt ihr euch eigentlich ein? Und die meisten Parteien schätzen sich eigentlich so ein, wir sprechen für alle, wir haben die große Mehrheit, wir vertreten ganz, ganz viele Deutsche, wir sind nicht ganz klein und unbedeutend, sondern wir stehen für die schweigende Mehrheit. Das denkt sich so ziemlich jede Partei. Wie gesagt, manche sind ein bisschen mehr rechts, andere sind ein bisschen mehr links. Aber groß und ganzen denkt jede Partei von sich, wir sind überhaupt nicht extrem, wir sind in der Mitte. Wie gesagt, manche ein bisschen mehr rechts, manche mehr links, aber no? So. Wie schätzen sich Parteien oder wie werden Parteien eigentlich eingeschätzt, wenn sie nicht sich selbst einschätzen, sondern wenn sie wirklich von, ich sag mal, der Allgemeinheit eingeschätzt werden? Sieht dann ein bisschen anders aus. Der allgemeine Konsens sieht das Ganze eigentlich eher in diese Richtung. Die letzten paar Wochen, Monate, Jahre hat das Ganze sich ein bisschen verschoben und hier spielt auch ein bisschen meine persönliche Sichtweise mit rein. Aber im Großen und Ganzen sollte das eigentlich so dem entsprechen, was allgemeiner Konsens ist. Wie gesagt, nicht 100% akkurat, kommen wir noch drauf, weil der Standort spielt eine sehr, sehr große Rolle. Aber ich denke mal, das Ganze ist hier nah dran. So, und nachdem ich zu blöd bin, eine PowerPoint 1 zu 1 zu übernehmen, gibt es hier auch kleine Diskrepanzen, weil mir ist im Nachhinein aufgefallen, anhand von manchen, ja, Berichten sieht man die CSU wohl scheinbar doch ein bisschen weniger weit rechts als die CDU. Aber wie gesagt, allgemein lassen wir es einfach mal dabei. So, übrigens, nur um mal ein paar Beispiele zu nennen, diese ganzen Daten, die man findet, wie wertet man politische Parteien aus, wie kategorisiert man sie? Diese ganzen Daten kann man auf hunderte verschiedene Arten auswerten. Es kommt immer darauf an, wer so eine Grafik erstellt. Hier zum Beispiel so eine XY-Achse, die im Endeffekt sagt, autoritär und antiautoritär, links, rechts und so weiter und so fort. Das hier ist jetzt eine Privatperson. Es gibt wirklich zig verschiedene Möglichkeiten, das auszuwerten. Dutzende Interpretationen, wie zum Beispiel von Politkompass. Der sieht zum Beispiel die Grünen und die SPD alle im autoritär-rechtsbereich, während nur die Linken ganz, ganz knapp bisschen links sind, kann man so machen. Wie gesagt, dann gibt es aus einem Forum gibt es hier noch eine Interpretation der Daten. Es gibt von All Mystery eine Interpretation der Daten, was aus der ich persönlich nicht schlau werde, aber egal. Und wie gesagt, es gibt bestimmte Privatpersonen, die sich hingesetzt haben und versucht haben, das mal so ein bisschen zu sortieren. In allen diesen Schaubildern spielt die persönliche Einstellung des Erstellers eine unglaublich große Rolle. Denn wir sind die Mitte. Wir gehen immer davon aus, unsere Ansicht ist die richtige. Wir haben Recht und alle anderen haben Unrecht. Und wir haben auch Begründungen dafür. Ja, egal, ob ich jetzt ein NPDler bin oder ein DKPler bin, ich persönlich habe Recht, das ist meine Überzeugung und meine Überzeugung ist die richtige. Das ist einfach so. Deswegen werden bestimmte politische Aussagen
teilweise deswegen gibt es Kriege. Ja, also die persönlichen Ansichten gehen über alles. Und sowas zu ändern, sich einzugestehen, da könnte der andere recht haben, ist verdammt schwer, weil die persönliche Überzeugung, der persönliche Lebenseinstellung lässt sich nun mal unglaublich schwer ändern. Ja, hat auch ein bisschen was Religiöses. Ja, ich glaube daran, ich glaube an meine Partei. Wir persönlich haben Recht, alle anderen haben weniger Recht. Wir sind immer der Ausgangspunkt. So, das bitte im Hinterkopf behalten, weil links und rechts ruck, was passiert? Also, wir sehen jetzt hier, wir sind jetzt in der Mitte. Ne? Der Durchschnittswert der kompletten Gesellschaft. Und jetzt sind wir halt nicht mehr genau in der Mitte des Durchschnittswertes. Wir sind jetzt hier. Wir erinnern uns, wir haben Recht. Alle anderen haben Unrecht. Wir sind die Mitte, wir sind der Durchschnitt. Alle anderen sind nicht mehr Durchschnitt. Wir sind hier, unser Standpunkt ist der richtige. So, jetzt haben wir einen guten Freund von uns. Der hat auch seinen Standpunkt. Wer von beiden hat Recht? Ehrliche Frage. Wer von beiden hat Recht? Jeder glaubt, er ist der Einzige, der Recht hat. Und was lernen wir daraus? Auf den Standpunkt kommt es an. Eine kleine Anmerkung hierzu. Ihr habt es vielleicht mitgekriegt. Ja, achtet doch bitte mal hier auf den Links-Linksextrem, Rechts-Rechtsextrem. Das ändert sich. Je weiter sich die Mitte nach außen verschiebt, je weiter sich die Mitte in eins der Extreme, zu einem der Extreme hin verschiebt, desto weiter verschiebt sich auch der Extremismus. Also ab wann sieht man Extremismus als Extremismus an? Ja, bin ich ein grünen Wähler, gucke ich mir eure AfD an und denke mir einfach mal, das sind alles Nazis. Das sind alles Nazis, die kann man einfach in der Pfeife rauchen. Bin ich ein AfD-Wähler und gucke mir die Grünen an, denke ich mir, oh, was sind denn das für Kommunisten? Bin ich AfD-Wähler, es sind einige Dinge, die die NPD sagt, denke ich mir einfach mal, überhaupt ja, macht Sinn, die haben recht. Bin ich einen linken Wähler, sind einige Aussagen von der DKB oder von der MLDP, ja, die haben eigentlich recht. Ich akzeptiere mehr Extremes aus meiner eigenen Richtung, während ich weniger Toleranz gegenüber allem aus der anderen Richtung zeige. Und das ist ein ganz, ganz, ganz gefährliches Phänomen, denn je weiter ich nach rechts gehe, desto mehr bin ich bereit, Extremismus zu akzeptieren, eben aus dieser Richtung. Das bitte auch im Hinterkopf halten, weil das kann dann wirklich so weit gehen, dass ich mehr oder weniger so ein AfD-Wähler bin. Mein Kumpel ist dann, sagt zu mir irgendwann, oh, ich wähle die Linke. Und was darin resultiert, dass wir uns dann gegenseitig wegen verschiedenen Ansichten eben nicht mehr als Freunde betrachten. Und genau das ist übrigens das, was passiert, wenn unsere Medien von links oder rechts rutsch, rechts, von links ruck, nee, Linksrutsch oder Rechtsruck sprechen. Denn aus der Sicht der CDU/CSU, die ja in den letzten Jahren trotz Versuchen oder trotz Beteuerungen immer noch zur Mitte zu gehören, immer weiter nach rechts gerutscht sind. Ja, ich sage nur Söder mit seiner Obergrenze, wo ich mir auch jedes Mal denke, ja, Söder, was los? Nicht Söder, Seehofer war das. Seehofer stellt sich hin und fordert eine Obergrenze, wo ich mir auch denke, Mensch, Seehofer, du alter Sack, stellst du dich dann persönlich an die Grenze hin mit einer Liste und sagst dann, oh, jetzt haben wir 100.000 erreicht, Häkchen dran und du kommst hier nicht mehr rein, verpiss dich. Also, geht's noch? Wie gesagt, CDU, CSU rutschen immer weiter nach rechts und wundern sich dann aber, warum wählen auf einmal so viele Leute nicht mehr uns? Ja, sie fischen ziemlich stark am rechten Rand der AfD, sagen ja auch selbst, es darf keine Partei rechts der CDU geben. Wo ich mir auch jedes Mal denke, und dann wundert ihr euch, dass es aus eurer Sicht der Dinge einen Rechtsrutsch gibt, ihr steht so weit rechts, einen Linksrutsch gibt, ihr steht so weit rechts und wundert euch dann, ihr guckt nach links und denkt euch dann, wow, ganz schöner Linksrutsch hier. Wundert's euch? Ihr steht so weit rechts. Entschuldigung, die Mitte, die wirkliche soziale Mitte ist von euch, wie ihr hier seht, ist von euch so weit weg. Natürlich seht ihr unglaublich viel Linksgehabe. Ja, gleiches gilt übrigens auch für die andere Seite. Ja, die SPD, die Grünen rutschen auch immer mehr weiter nach links. Zu Recht muss ich der Fairness halber sagen, einige Dinge, damit haben sie leider recht, mit anderen Dingen haben sie weniger recht, aber keine Wahlempfehlung von mir. Ich möchte hier einfach nur einen Punkt setzen und was verdeutlichen. Aber aus Sicht der SPD und der Grünen
Wenn die in die andere Richtung gucken, denken sie sich aufgrund von AfD, CDU, CSU und FDP sich auch, mein Gott, was für ein Rechtsruck hier in Deutschland. Auf das müsst ihr mal achten. Ja? Wenn ihr konservative Medien habt, wie die Bild, wie die FAZ, wie was weiß ich was, ne? Da wird größtenteils immer von einem Linksruck, von einem Linksrutsch gesprochen, weil, oh mein Gott, auf einmal sind alle ganz links eingestellt. Ja, natürlich, wenn ich ziemlich weit am rechten Rand stehe, ist für mich alles links. Ja, gleiches gilt natürlich auch für andere Medien, wie zum Beispiel die Taz war es, glaube ich. Ach Gott, Passauer Neuen Presse, war die das? Muss ich nochmal nachrecherchieren, die auch immer wieder von einem Rechtsruck schreiben. Ja, ich gebe zu, mit AfD und deren rechten Gehabe, ja, es ist wieder salonfähig, aber von einem Rechtsruck zu sprechen. Die Sichtweisen haben sich einfach nur verschoben. Ja, also die Mitte entfernt sich, man entfernt sich immer weiter von der politischen Mitte und schreit dann aber rum, die anderen haben mehr Zulauf. Und das ist was, wo ich persönlich mir denke, nee, eure Sichtweise der Dinge hat sich einfach nur verändert. Von meiner Sicht der Dinge, wie gesagt, ich bin das Zentrum. Ich kann es auch nur aus meiner Sicht der Dinge beurteilen. Ich kann mich nicht in die Köpfe von irgendjemand anderen reinschalten. Aber aus meiner Sicht der Dinge, nee, stimmt's einfach nicht. Ja, aber wie gesagt, meine Sicht der Dinge. Ich wette, unter dem Video wird es zigtausend Kommentare geben von wegen, die AfD ist scheiße, die Linke ist scheiße und man sollte dich wegsperren. Egal. Na, es ist mir völlig egal. Macht, was ihr denkt. Meine Meinung. Ja? Und ja, das darf man auch noch sagen. Ihr dürft auch gerne euch in die Öffentlichkeit stellen, auf dem Marktplatz und dürft sagen, hängt die Grünen. Könnt ihr machen. Ihr könnt euch auch hinstellen und rumschreien, Nazis töten. Könnt ihr auch machen. Und wisst ihr, was das Schöne an der Meinungsfreiheit ist? Niemand wird euch deswegen verhaften oder in den Knast werfen. Was euch passieren kann, ist, wenn ihr euch gegenseitig anbrüllt, dass irgendwann einer vorbeikommt und einfach mal sagt, ihr seid beides Vollidioten und ihr könnt beide einfach in die Psychiatrie eingesperrt. Und wisst ihr, was das ist? Das ist seine Meinung. Das ist Meinungsfreiheit. Ihr könnt damit leben, wenn der andere euch seine Meinung sagt. Und wenn ich noch einmal von irgendjemandem höre, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Ja, das darf man noch sagen. Und wenn irgendeiner kommt, ich weiß gar nicht mehr, was ich noch sagen darf. Wenn man das sagt, dann wird man ja gleich ausgegrenzt. Die Meinungsfreiheit ist in Gefahr. Nein, ist sie nicht. Dummheit wird bestraft. Dummheit wird auch sozial bestraft. Und wenn ich mich hinstelle und rechten Bullshit von mir gebe, muss ich damit leben, dass mir linker Bullshit um die Ohren geworfen wird und ich als Drecksnazi beschimpft werde. Gebe ich linken Bullshit von mir, der einfach nur Schwachsinn ist, muss ich damit rechnen, dass ich als linksgrün versiffter Vollidiot hingestellt werde. Damit muss ich leben. Das ist nämlich die legitime Meinung von anderen Menschen. Es gibt Einschränkungen in der Meinungsfreiheit. Ich darf mich zum Beispiel nicht öffentlich hinstellen und sagen, der Holocaust ist eine Lüge. Das ist nicht erlaubt und dafür kann man auch verknackt werden. Ich darf auch nicht andere Menschen dazu auffordern, andere zu töten. Die Aufforderung einer Straftat. Ich mag es, wenn sich mein Headset ausschaltet. Die Aufforderung zu einer Straftat ist auch verboten. Das ist aber auch keine Meinung. Ah, das ist keine Meinungsäußerung. Ah, da beschäftigen sich die Gerichte hoch und runter damit. Wie gesagt, eine Meinungsäußerung ist nicht strafbar. Es sei denn, sie verstößt eben gegen diese. Es gibt, glaube ich, nur drei Dinge, die man in Deutschland nicht sagen darf. Man darf nichts Volksverhetzendes sagen, man darf den Holocaust nicht leugnen und noch irgendwas. Aber wie gesagt, von wegen, man darf nichts mehr sagen. Fresse halten. Natürlich darf man was sagen. Wenn man allerdings dumm ist, dann kriegt man halt auf die Fresse. Ist halt so. Ja. Sorry für den kleinen Rant. Macht euch eure eigenen Gedanken, wenn ihr wählen geht. Ja? Wahlomaten geben Empfehlungen. Das sind keine Anweisungen. Ein Wahlomat fragt euch nicht, möchtet ihr weiterhin in einer Demokratie leben? Ein Wahl-O-Mat fragt euch nicht, möchtet ihr weiterhin in einer freien Gesellschaft leben, in der man sich frei entfalten kann? Das fragt euch der Wahl-O-Mat nicht. Der Wahl-O-Mat fragt euch, seid ihr dafür, dass wir aus der EU austreten? Seid ihr dafür, mehr für den Klimaschutz zu tun? Seid ihr dafür, dass wir Straftäter schneller abschieben dürfen? Das fragt euch der Wahl-O-Mat. Und dementsprechend schlägt euch der Wahl-O-Mat eine Partei vor. Ja? Lest euch das Wahlprogramm durch.
Und schaut euch die Parteien an, was die euch versprechen. Wenn bei euch mit 98%iger Übereinstimmung die Deutsche Kommunistische Partei steht, lest euch das Wahlprogramm durch und überlegt euch, möchte ich die wirklich wählen? Gleiches gilt übrigens auch für NPD, Republikaner und was weiß ich, wie sie alle heißen. Lest euch das Wahlprogramm durch, ob ihr wirklich mit dem, was diese Partei möchte, übereinstimmt. Ja, guckt euch die Partei an. Wie haben sie sich in der Vergangenheit gegeben? Was haben sie versprochen? Haben sie sich dran gehalten? Hat die Partei vielleicht irgendwann mal gesagt, nein, Uploadfilter wird es nicht geben? Und dann kamen sie doch. Hat die Partei irgendwann mal gesagt, mit uns wird es niemals eine PKW-Maut geben und hat dann 500 Millionen ausgegeben, um es halt zu verkacken. Na, alles so, so schöne Beispiele. Hat die Partei vielleicht bestimmte Menschen, die dann irgendwann mal gesagt haben, ach, Steuergelder brauchen wir eigentlich nicht, kann die Bank behalten. Ja, und haben dann mit beschissener Politik mal ein paar Millionen verschenkt, was als Cum-Ex dann irgendwann, egal. Hat die Partei vielleicht weggeguckt, wenn man verantwortlich ist für die Finanzen und hat dann eine bestimmte Firma namens Wirecard durchgucken lassen, durchrutschen lassen und hat da wieder ordentlich Mist gebaut. Guckt euch die Parteien an. Ja, CDU zum Beispiel schreibt sich auf die Fahnen, mit uns gab es die gleichgeschlechtliche Ehe, wir haben für den Mindestlohn gesorgt. Nee, haben sie nicht. Das waren beides Ideen von den Sozen. Aber kann man ja mal machen, weil wurde ja mit Merkel durchgesetzt. Ja, stimmt nicht. Aber einen lügenden Kanzlerkandidaten hinzustellen und zu sagen, oh, ich hätte ja damals auch für alles gestimmt, und ja und ja, kann man auch machen. Kommt halt raus, ist halt scheiße. Wie gesagt, informiert euch, wen ihr wählen wollt. Vertritt die Partei eure Werte. Das ist ganz, ganz wichtig. Vertritt die Partei wirklich das, wofür ihr steht? Oder ist es gerade nur so eine Modepartei? Ich empfehle euch dazu übrigens den Podcast von Logbuch Netzpolitik. Ich glaube, das war die Nummer 404 oder 405. Müsst ihr mal gucken, da geht es um das strategische Wählen. Ziemlich weit, ziemlich am Ende. Danke, Linus Norman, übrigens für diesen Podcast. Saugeil. Ja, wie gesagt, tut mir leid, dass es ein etwas längeres Video wurde, aber ja, mich kotzt es momentan einfach nur noch an.